Vor anderthalb Wochen hat Frank Zander einen Auftritt bei einer Gala wegen Krankheit kurzfristig absagen müssen. Fans machten sich Sorgen. Zu Recht, jetzt steht fest, der 75-Jährige leidet an Krebs. Mehr zum Thema Schockdiagnose für Ron Wood. Rolling Stones-Gitarrist hatte Lungenkrebs, Elektroschocks gegen Tumor, neue Behandlungsmethode für Prostatakrebs, operieren oder abwarten, so lebt es sich mit einem Tumor in der Prostata. Bei mir wurde Prostatakrebs entdeckt, offenbarte Frank Zander der Bild-Zeitung. Doch Fans können aufatmen. Der Tumor wurde bereits entfernt. In einem Krankenhaus in Berlin ließ sich der Entertainer kurz nach der Schockdiagnose operieren. Ich habe den besten Professor bekommen, er ist sehr sensibel vorgegangen, so der Sänger.